Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ja, warte, kannst du noch eine Sekunde warten mit dem Update? Ich bin wirklich gleich da, ich bin gleich vor der Kamera und... Du konntest nicht warten mit dem Update. Das war wieder mal so klar und mir fällt tatsächlich gerade jetzt erst auf, wie bescheuert ich eigentlich aussehe. Aber ganz im Ernst, ich bin heute so richtig in Update- und Feierlaune, denn ganz ehrlich, nachdem ich die letzte Woche im wunderschönen Italien zubringen durfte und wahrscheinlich das große Problem auf mich zukommt, dieses Jahr nicht auf Mallorca fliegen zu können, muss ich zumindest die Chance ergreifen, zumindest diese kleine Blödheit hier zu entfernen, die Chance ergreifen, wenn Mallorca zu mir vor die Haustür kommt, das große Festival wahrzunehmen. Deswegen bin ich auch quasi schon entsprechend gekleidet, möchte an dieser Stelle alle anderen Mallorca-Indianer quasi grüßen, die immer wieder gerne auf die in die geilste Galaxie der Welt fliegen und zumindest heute hier am Sonntag mehr oder weniger zwei Videos zum Preis von nur einem Augenkrebs machen, denn ich war eben letzte Woche nicht zugegen, um die klassischen Updates zu machen. Deswegen habe ich eben auch noch gar nichts ausgepackt. Ich habe hinter der Kamera, hinter den Regalen, muss ich an der Stelle gestehen, schon mehr Pakete liegen, die jetzt allerdings aus Zeitgründen in dem heutigen Video keinen Platz mehr finden können. Ich habe außerdem bereits die neuesten Trash-Collections von CMV bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Die liegen nur bei einer Nachbarin, die am Samstag um 10 Uhr noch nicht aufmacht. Warum auch immer. Beziehungsweise habe ich, ich glaube, von Limited Run Games was bekommen. Und worauf ich mich ganz besonders freue, das auszupacken, das ist ein neues Mystery-Paket vom lieben Frank Sito Original. Der hat mir letzte Woche ebenfalls wieder ein Paket zukommen lassen. Das ist allerdings absolut unmöglich, dass ich das heute auspacke. Ich gehe davon aus, dass ich dann die restlichen Pakete am Montag im Laufe des Tages oder spätestens dann am Dienstag auspacken. Aber nachdem ich euch den Sonntagabend nicht einfach so einfach versüßen möchte, indem ich euch quasi meine Existenz und Präsenz erspare, machen wir zumindest, finde ich, ein kleines Update. Und deswegen habe ich mir hier meine erste neue Arbeitslieferung seit Erhalt oder Rückerhalt des Aliens hergenommen, nämlich das Rezensionspaket, das ich vom Eyecatcher-Vertrieb bekommen habe. Da sind dann, soweit ich das mitbekommen habe, auf der einen Seite die neuen Muster von Anolis, beziehungsweise jetzt auch die von Excessive Pictures drinnen, denn ich schulde euch ja noch Reviews zu den ersten beiden Black Emmanuel Filmen. Aber was sich hier tatsächlich drinnen befindet, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. So lang beim Zocki das Update noch läuft, so lang Anolis noch Blu-Rays verkauft, so lang der Film noch gefällt, so lang gehen wir nicht weg, sammeln ist einfach perfekt. Und ja, während ich hier gerade den Peter wackel, eher schlecht als recht Mime, ist bei euch in den Köpfen wahrscheinlich schon eher der Tim Toupet gelandet. Geh nach Haus, du hast Streaming-Verbot, du fliegst raus, denn du bist ein Idiot. Und ich kann's euch tatsächlich gar nicht mal übel nehmen, aber ich komm, hol das Messer raus, wir spielen Sammler und Paket. Ja, man merkt, gekleidet im Megapark-Level, das ist, finde ich, irgend so etwas, das sich direkt vom T-Shirt in den Körper hineinfrisst und ähnlich wie das Salz der Luft die Feuchtigkeit entzieht, entzieht einem das so quasi jegliche mögliche Gehirnzelle und hinterlässt einfach nur Spaß. Aber vielleicht haben wir jetzt miteinander auch ein bisschen Spaß beim Auspacken von diesem Paket. Ich weiß, ich werde ihn definitiv haben und würde mich freuen, wenn ihr mich dabei begleitet, denn in diesem Paket befinden sich einige Rezis eben von Anolis bzw. auch von Excessive Pictures, mit denen wir uns dann hier auf meinem Kanal in den nächsten, ich würde eher sagen, Wochen dann einmal beschäftigen werden, weil natürlich hier sicherlich auch ein paar Titel dabei sind, die längere Review-Vorbereitungszeit brauchen, um die entsprechenden Specials zu sichten und zu entdecken, was sich in diesem eigentlich putzigen Osternest hier für mich verbirgt. Das werden wir gleich einmal schauen. Zeitung lesen, ich kann nicht mehr lesen.
Da sind die Schätze. Kommt zu Papa. Und ich muss sagen, holy freaking hell, das ist ein richtig, richtig fetter Turm an Filmen und VÖs. Ich versuche an der Stelle gleich einmal möglichst immer nur einzelne Titel und Cover-Artworks zu sehen. Natürlich ganz einfach auch etwas tatsächlich, das das auf Mallorca auch passieren kann. Was machen wir denn mit dem angebrochenen Tag? Nein, immer bei Anbruch der Nacht ist der mittlerweile 9. Titel dann gewesen aus der Galerie des Grauens, der aktuellen Box, der Fluch der Galerie des Grauens, wobei an der Stelle auch die Nummer 10 sich bereits in diesem Paket befindet, weil die ebenfalls schon erschienen ist. Und damit ist tatsächlich die letzte Galerie des Grauens Box schon wieder voll, und es ist natürlich ganz einfach. Ich würde sagen, Anolis, nach der Galerie des Grauens ist vor der Galerie des Grauens. Ich erwarte möglichst bald eine Ankündigung der nächsten Box, und nachdem wir jetzt die Galerie, die Rückkehr, die Rache und den Fluch, wenn ich das richtig im Kopf habe, bereits durch haben, würde ich auch gleich einmal in den Kommentaren beginnen zu sammeln, mit welchem Wort wir eigentlich dann die nächste Galeriebox einläuten können. Dann, ganz was anderes, ist der Film The Demon's Rock von Excessive Pictures. Das ist einer, der in Deutschland offensichtlich es nicht ganz so leicht hatte bei der FSK und da nur in einer geschnittenen Fassung veröffentlicht wurde, und wo jetzt die ungeschnittene Version des Films im Mediabook über Excessive erscheint. In meinem Fall habe ich dann hier das Cover A vorliegen, das ich euch dann natürlich in der nächsten Zeit in einem Video präsentieren möchte, genauso wie Entschuldigung, ich konnte mich kurz nicht zusammenreißen. Hallo Rick Melton. Und danke an Anolis, weil wie gesagt, normalerweise für diejenigen, die das interessiert, bekomme ich zwar Rezensionsmuster, aber bei Rezensionsmustern ist es, anders als bei normalen Käufen, nicht wirklich üblich, dass man sich Cover aussuchen kann oder sonstige quasi Sonderwünsche frei hat. Aber ich habe mir gedacht, ich deponiere mal ganz unverbindlich meine Liebe für Rick Melton und schaue, ob quasi, ob ich quasi Glück habe, hier vielleicht für euch schon interessant die ersten to be confirmed Artworks für den Titel Die Bestie aus dem Weltenraum. Aber ich habe jetzt dann tatsächlich das Rick Melton Motiv von der Teufelswolke von Moville hier bei mir liegen. Das ist großartig und das sieht absolut fantastisch aus. Ich fürchte aber, dass Rick beim Zeichnen von diesem Artwork ein bisschen weinen musste, weil ich glaube wirklich, das ist das erste Rick Melton Cover, das ich jemals sehe, wo keine Titten drauf sind. Apropos, wo wir gerade von Molto Tito reden, kommen wir zu Black Emmanuel bzw. zu Laura Jemser. Jetzt mittlerweile ist es komplett und alle vier, ich sag jetzt einmal alle vier Black Emmanuel Filme, ich zähle jetzt mal die Lauras nicht dazu. Ich zensiere das hier mal für dieses YouTube-Video, aber das finde ich tatsächlich auch genial, weil auch wenn ich mir eben bei Black Emmanuel die Cover, wie bereits vorher gesagt, nicht ausgesucht habe und ich persönlich, wahrscheinlich hätte ich die Mediabooks gekauft, am ehesten gegangen wäre natürlich auf die neu gezeichneten von Jole Stamenkovic, finde ich aber auch diese Original VHS-Cover extrem genial und finde es vor allem in dem Fall genial, dass Excessive daran gedacht hat, mir nämlich dann wirklich konsequent von allen vier Titeln dieses Retro-VHS-Cover zukommen zu lassen. Das mir fällt gerade ein, wir machen ein 2-in-1-Video, da kann ich das Video, das Cover auch unzensiert herhalten, weil wir werden es dann nachher sowieso nochmal sehen. Aber dann, auf das bin ich auch sehr gespannt, und das ist auch ein sehr geiles Cover, die brennenden Augen von Schloss Baltimore, El Barto was here, beziehungsweise das Gefühl von brennenden Augen kann ich mir persönlich momentan auch sehr gut vorstellen. Das muss so ungefähr das sein, was ihr jetzt gerade empfindet. Aber
Hier natürlich auch erstens einmal im Blick auf dieses Cover, beziehungsweise haben wir dann hier einen Vorguck auf den Film Vertraue keinem Fremden, beziehungsweise Der Schnorchel, die ebenfalls in Bälde dann von Anolis erscheinen werden im Mediabook. Das nur einmal so noch gezeigt. Dann haben wir auch hier ein wirklich geiles Cover. Und ich muss echt sagen, ich habe sehr, sehr laut losgeprustet, als ich dieses, ich glaube Werner Petrell heißt er, limitierte 66er Cover Artwork von The Last Jaws gesehen habe. Das ist sicher, das ist sicherlich eines der gewagtesten Mediabook Cover ever. Aber mein erster Gedanke war, why not? Ich habe allerdings hier ein klassisches Motiv, wo jetzt auf den ersten Blick ich nicht sehen kann, wer es gezeichnet hat. Vielleicht kann ich das dann später noch einmal herausfinden. Aber auch hier, okay, hier ist die Bestie und die Teufelswolke hinten drauf. Auch bei dem Titel bin ich ganz besonders gespannt, mir den tatsächlich noch einmal anzuschauen, weil natürlich habe ich The Last Jaws schon gesehen, natürlich weiß ich von diesem, ich nannte ihn immer Hulk Hogan, Fisherman, der Fisherman's Friend hier. Und dann die Nummer 3 der 50er Jahre Reihe, nämlich der Film Alraune, von dem ich persönlich eben wieder mal bis zur Ankündigung von diesem Release nicht einmal etwas gehört hatte. Das bedeutet, da kommt quasi frisches Filmvergnügen auf mich zu, unter anderem mit Hildegard Knef. Auch hier sind schon bekannte Titel hinten drauf und da bin ich dann ebenfalls sehr, sehr, sehr gespannt, was auf mich zukommt. Es ist aber noch lange nicht vorüber, was hier auf mich zukommen könnte. Nämlich, wir kommen zu Black Emmanuel, zweiter Teil, ein Hauch von exotischer Sinnlichkeit. Auch hier wieder mit einem Retro-VHS-Cover. Was ich in dem Fall nämlich wirklich ganz interessant finde, ist, dass das Excessive hier bei diesen VHS-Covern wirklich konsequent die alten deutschen VHS-Cover-Artworks nachgeahmt hat. Das ist aber offensichtlich bei dieser Black Emmanuel-Reihe so wahr, dass wirklich jeden einzelnen Film ein anderes Label, ein anderer Vertrieb rausgebracht hat. Hat da von euch vielleicht irgendjemand eine Ahnung, warum das so war, und könnte mir das in den Kommentaren sagen, weil es gibt so quasi von, es haben sich alle Vertriebe die Köpfe eingeschlagen nach den Filmen und jeder wollte den Film bringen, bis hin zu jeder hatte nach einem Teil keinen Bock mehr auf den Scheiß, ist irgendwie alles möglich, und ich würde sehr gerne wissen, welche Version dieser Geschichte dann tatsächlich der Wahrheit entspricht. Außerdem gehen wir zurück zu den 50er Jahren und haben hier einen Film namens Der Dämon mit den blutigen Händen. Das ist ein Film Blood of the Vampire von Henry Cass, der mir tatsächlich was sagt. Aber wo ich jetzt so ganz spontan ohne Spickzettel im Hintergrund nicht direkt drauf komme, glücklicherweise darf ich vor meinen Reviews noch recherchieren, glücklicherweise darf ich mich in der Zeit, bis ich dann diese Reviews mache, noch wahrscheinlich gefühlte 20.000 Stunden mit dem neuen Design der OFDB auseinandersetzen, bis ich dann dort irgendwann einmal wieder diese Informationen finde, nach denen es mich dürstet. Ich finde das Design grundsätzlich nicht schlecht, nur habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich für meine typischen Suchen, vor allem live bei den Updates, länger brauchen werde als vorher. Und das wäre für mich etwas ungünstig. Aber was sehr wohl günstig ist für mich, das ist hier die Möglichkeit, endlich die aktuelle Galerie des Grauens Box zu füllen mit dem Film Der Koloss von New York, der eben mit der Nummer 10 dann die Box füllt und abschließt. Das ist auf jeden Fall ein Titel, auf den ich persönlich extrem gespannt bin und wo ich mich eben schon freue, diese ganzen Titel für euch zu sichten. Danke an der Stelle auf jeden Fall an Anolis und an Excessive Pictures für das Paket. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wann ich die entsprechenden Blu-ray-Checks dann posten kann, beziehungsweise welche Informationen ich dabei zutage fördern kann.
Und ja, damit kommen wir dann direkt quasi zu Teil 2 von diesem Video. Ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen, dass ich hier wechsel hinter die Kamera. An der Stelle, wo wir jetzt dann gleich einmal im Teil vom Sammlungsupdate gelandet sind. Wir haben quasi das Mystery-Paket-Video im Video abgeschlossen. Und jetzt geht's an das klassische Update. Einmal Kamera nachjustieren, dafür sorgen, dass den Zuschauern vielleicht ein kleines bisschen schwindlig wird. Und hier dann damit beginnen, das Update aufzubauen. Da wollen wir natürlich etwas passenden. Ah, aber lustigerweise haben diese beiden Labels schon dafür gesorgt, dass hier die Black Emanuel-Teile mit einer einheitlichen Nummerierung auf dem Spine vorliegen, beziehungsweise dann halt hier die Hammer Edition, die Excessive Pictures. Und ja, damit kommen wir quasi ganz überraschend und perfekt vorbereitet zum Sammlungsupdate-Part von diesem Video. Herzlich willkommen zum allwöchentlichen Sammlungsupdate hier auf Blitzhocker Reviews, ein Teil von diesem Video, mit dem definitiv niemand auch nur ansatzweise jetzt an dieser Stelle gerechnet hat. Aber bevor wir dann direkt in Mediabook Res gehen, dieser Schmäh wird auch nie alt, möchte ich mich natürlich auch an der Stelle wieder bei all meinen Supportern ganz besonders bedanken. Auf der einen Seite natürlich all jenen, die auch dieses Video einfach angeklickt haben, aber ganz besonders natürlich denjenigen, die meine Arbeit hier auch finanziell unterstützen. Dabei möchte ich auf meine Patreon-Supporter hinweisen, auf den großartigen André L., der bereits seit März 2020 dabei ist und sich für den Monat Mai von mir den Russ Meyer Klassiker Mega Vixens als Wunschquickie gewünscht hat, beziehungsweise dann im Juni den aktuellen Film Das Lehrerzimmer aus unerklärlichen Gründen. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt, einmal ein Wunschquickie direkt aus dem Kino zu machen, was natürlich auch möglich ist. Und wo wir gerade bei Wunschquickies sind, da sind wir bei Hartwig Stolzlechner gelandet, der sich für den Mai das Review zu Der Tod trägt schwarzes Leder gewünscht hat, das bereits fertig ist, beziehungsweise für den Juni einen Film, den ich jetzt gerade ehrlich gesagt vergessen habe, aber da kommt auch noch ein Wunschquickie. Und last but not least, Astons Martin, ebenfalls Mitglied der Wunschquickie-Familie, hat sich im Mai den Film gewünscht, The Body, und dann kommt im, das auch schon fertig und kommt dann im Bälde, und für den Juni ganz ein interessantes Wunschquickie, um mir quasi einen großen Comedy-Klassiker näher zu bringen, nämlich Ferris macht Blau. Den schauen wir uns dann im Juni gemeinsam an, und last but not least erwähnen wir dann auch noch die Patreon-Supporter Kevin Zindler, wo ich ebenfalls in Bälde dann noch einmal einen Blick in das Uwe Boll-Buch Tabula Rasa werfen darf. Zuletzt hier vorgestellt Blood Red Horror von Matthias Bogner, und die neueste Ausgabe vom Art of Horror Magazin ist ebenfalls bald im Kommen. Und last but definitely not least dann Martin Kalis, den Herausgeber und Administrator der Facebook-Gruppe Stars and Me, einer wundervollen Gruppe zum Austausch von persönlichen Selfies und Fotos mit bekannten Persönlichkeiten. An der Stelle eben auch gleich noch einmal der Hinweis, dass man das zum Beispiel auch auf der großartigen Austria Comic Con in Wels machen kann, die am 3. und 4. Juni 2023 stattfindet, wo ich wieder mal die verantwortungsvolle Aufgabe habe, die Stargast-Panels auf der Bühne zu machen, und wo wir einige Leute aus dem Universum, zum Beispiel von Supernatural, da haben. Wir haben Sylvester McCoy aus Hobbit, beziehungsweise den 7. Doctor Who bei uns zu Gast. Das wird auf jeden Fall ein absolutes Fest. Aber nachdem ich momentan quasi gerade von Fest zu Fest gereicht werde, ist es etwas schwierig, hier ein umfangreiches und vor allem, ich gestehe, vollständiges Sammlungsupdate auf die Beine zu stellen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, anstelle diesen Sonntag blank zu lassen, euch jetzt einfach noch einmal hier im Sammlungsupdate zu zeigen, dir das aktuelle Rezensionsmusterpaket, das ich auf der einen Seite von Anolis, beziehungsweise dann auf der anderen von Excessive Pictures bekommen habe, auf der
Hier sind zum einen die letzten beiden Titel aus der Fluch der Galerie des Grauens Box. Wir haben dann hier von Excessive die ersten beiden Black Emmanuel Teile. Das war natürlich klar, dass wir uns nach den Teilen 3 und 4, die ja aus logistischen Gründen zuerst erschienen sind, auch die anschauen. Genauso, wo wir gerade dabei sind hier, auch das Mediabook zu dem aktuelleren Film Demon's Rook. Aber es hat in dem Fall ein bisschen länger gedauert, bis sie dann bei mir sind. Das macht aber nichts. Ich habe versprochen, dass die Reviews kommen und sie kommen. Genauso, wenn wir dann bei der 50er-Reihe von Anolis bleiben mit den drei neuen Titeln bei der Reihe, geht es aktuell ziemlich schnell voran. Und aktuell ist damit die 50er-Reihe bereits gleich auf mit der 60er-Reihe, die aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem Film Geheimagent Barrett greift ein, gleich einmal dieses gesamte fantastische Filmklassiker-Universum überhaupt gestartet hat. Aber an der ersten Stelle sind aktuell die 80er-Jahre-Filme. Würde mich sehr, sehr, bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann in einem Jahr aussieht. Außerdem hier noch ein neuer Klassiker aus dem Hammer-Universum, der jetzt ebenfalls hier im Mediabook erscheint. Dazu gibt's dann natürlich wie gewohnt im Laufe der nächsten Zeit die Blu-ray-Checks. Wann genau es damit losgeht, kann ich an der Stelle natürlich noch nicht direkt versprechen, weil ich noch nicht weiß, wie viel Vorbereitungszeit ich für diese Reviews brauche. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig, das Ganze mit euch dann durchgehen zu können. Aktuell habe ich ja für die nächsten Tage noch Material von den letzten Updates beziehungsweise davon, bevor mein Alien eingegangen ist. Das sind, glaube ich, noch Reviews offen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein, ich habe es nicht richtig im Kopf. Von Wicked Vision weiß ich auf jeden Fall, dass New Year's Evil und Eye of the Tiger ein ganz, ganz, ganz besonders wildes Video noch offen sind. Das wird dann in Bälde kommen oder ist schon gekommen. Ich habe den Überblick verloren. Anyways, das war mein kurzes 2-in-1 sonntägliches Sammlungsupdate. Hoffe, ihr hattet Spaß damit. Würde mich ganz besonders freuen, natürlich, wenn wir uns im Laufe der nächsten Woche hier auf meinem Kanal wiedersehen. Auf der einen Seite mit ein bisschen recyceltem Material aus den letzten Updates in Form von Sammelsurium-Clips. Da hatte ich ja ebenfalls ein ganz bisschen die Hände gebunden und konnte nichts machen. Aber natürlich auch Blu-ray-Checks, Wunsch-Quickies jeden Tag und am Donnerstag dann eine neue Folge Depp und Deppert. Was könnte es Schöneres geben? Sicherlich eine Menge. Und damit entlasse ich euch in den Sonntag. Feierabend. Vielen Dank fürs Einschalten. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich werde jetzt was anderes tun, das Spaß macht. In diesem Sinne hoffentlich auch euch eine schöne, sonnige Woche. Bleibt gesund und egal, wie die nächste Woche läuft, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns allerspätestens in exakt einer Woche am Sonntag um 17 Uhr wiedersehen. Und bis dahin sage ich ciao.